Moin moin lieben Freunde, herzlich willkommen zurück beim Rennen in Monaco mit dem Virus. Mit dem Camino, grüß dich zurück. Hey yo. Grüß dich auch. So, Rennstrecke gucken wir jetzt mal. 20 Runden, 25 Minuten angeblich insgesamt unterwegs, wenn nichts passiert. Wenn nichts passiert, ja. So, Strategie mal erstmal anpassen hier. Also ich habe mit den Reifen, die ich jetzt habe, 7 Runden und 13 mit den Superweichen dann. Oh Mann. 20 Runden, alter Schwede. Das wird interessant, Digga. Ja, da habe ich, glaube ich, die perfekte Strategie. I hope so. Wir werden sehen. Ich probiere jetzt einfach mal was Wildes aus. Darf ich nach vorne gucken, dann kriege ich die Krise. Ja, was soll ich denn sagen? Hör mal, ich habe die ganzen Idioten vor mir. Und ich muss aufpassen, dass ich am Start keinen in die Schnauze fahre. Oh, das Problem hat mich gerade. Alter, warum gehen denn im Moment die Ampeln so schnell aus? Ja, warum geben die denn alle keinen Gas? Ich, hier, was soll ich machen? Oh, bitte lass mich heil. Wir sehen geringfügige Schäden am Frontflügel. Jawohl, zwei Plätze gut gemacht. Ach. Oh, hier hat schon irgendwo geböllert. Gerade Rangelei mit den Hamilton oder mit Bottas. Was? 5 Sekunden? Position. Fick dich doch, ey. Eriksen, du blöder Sack. Nix. Ach, Eriksen, was wird das hier, wenn es fertig ist? Ich kriege hier keinen überholt. Ich sitze hier auf Platz 19 und kriege keinen überholt. Ich muss den Platz zurückgeben. Oh, wenn du bei gelber Flagge überholt hast, kein Wunder. Also mein Ziel ist es, alles heile zu lassen. Ja, Mann! Wer braucht ja schon Spoiler? Fuck it. Wie habe ich gerade nochmal gesagt, Ziel ist es, alles heile zu lassen, ja. Ach, das kannst du auf dieser Strecke vergessen, ey. Ja, oder haut der Sepp auch die... Ja, machen wir doch glatt. Ich hasse diese Strecke. Muss man ganz ehrlich dazu sagen, ist die letzte Kacke, ey. Nur weil die... Ja. Ultra langsam. Gucken, ob ich den vierten Platz wenigstens halten kann, bis irgendwann mal Boxenstopp ist. Mit einem roten Spoiler ist das ja... Boxenstopp in dieser Runde, bitte. Wir geben dir ein paar neue Reifen und wechseln... Ich kriege hier keinen überholt. Ich weiß nicht, wo ich hier überholen kann. Nein! So. Boah, ich muss so früh bremsen, damit ich hier rumkomme, ey. Du darfst ruhig mal ein bisschen mehr lenken. Komm doch, du. Oh, wie ich einfach nicht hinterherkomme. Ich hör dir von allen Seiten Grundstings gerammt, Alter. War hammerhart, ey. Ja, du bist wenigstens da vorne. Nein, Jeff, nein, Jeff. Jeff, Jeff, nein, Mark. Ich denke gar nicht dran, jetzt in die Box zu fahren. Ich bin doch nicht lebensmüde. Okay, Box, Box, Box. Wir passen die Strategie an. Komm diese Runde rein. Hier gibt's einfach keine Überholmöglichkeiten. Ja, die anderen drei davon, die setzen sich ganz schön ab, ey. Ja, die haben ja auch... Nix. Wir rammeln und tackeln und kommen nicht um die Kurve. Ich fahre hinten rein. Spoiler. Jetzt krieg ich gleich wieder einen auf den Sack hier. Ja, ich habe noch gelben Spoiler, da kann ich mit arbeiten, aber... Beides rot.
Ich komme einfach nicht zum Überholen, weil kein Platz. Ah! Oh, das gibt's doch nicht, ey. Aber ein gutes Hatz, du hältst die schön so ein bisschen auf. Ja, ja. Da konnte ich mir wenigstens jetzt einen schon mal sichern. Wo bleibt mein R2D2, wenn ich ihn brauche? Ich glaube, bei den Schäden, da kommt kein R2D2. So, jetzt hänge ich hier hinter der Armee. Guck mal. Mein Teamkollege, der hat sich auf den 6. Platz vorgefahren. Wie mache ich das jetzt? Jetzt hänge ich hier hinter dieser ganzen Bagage. Sag mal! Na, Leute, ihr bremst einfach zu viel hier. Oh, Virus ist kaputt. Oh. Ich bin überhaupt nicht kaputt. Dieser Hurensohn hat mich umgedreht. Wichser, ey. Verdammte Schweinebacke. Dieses verdammte Pissding, ey. Ich wollte gerade sagen, da wurde irgendwas Pinkes durchsichtig gerade eben, aber es kann auch jemand anders gewesen sein. Da dreht dieses Schwein mich einfach um, ey. Verdammter Bastard, ey. Mein Gott, nochmal. Ja, jetzt noch die 5 Sekunden drauf, bin letzter, außer rein. Oh. Die ersten komme ich sowieso nicht dran, die überholen mich gleich. Macht mal hinne da! Oh, Stoffel! Du blöder Stoffel! Ja, Stoffel van Dorn, ich hasse dich. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Ja, keine Zeit für Box. Diese Box. Ach Quatsch! Was singe ich denn da? So, diese Strecke ist der letzte Albtraum für jeden Fahrer. Scheiße, wenn da dieser Vogel jetzt nicht gewesen wäre. Oh, Kurvenfahren ist ja damit. Alter! Alter, sogar Bremsen ist damit. Dann gelben Spoiler, nur weil ich ganz leicht jemanden berührt habe. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, ja, da Frontflügel, ja, ja, bla, bla. Jeff, halt einmal an. Oh, bremst doch. Komm doch rum, du Lauch. Ich hasse diese Strecke, die geht mir auf den Sack, ey! Ah, ich fahr wieder rein, ist mir egal. Wollen die anderen das Rennen fahren? Ich hasse diese Strecke, ich hasse sie. Losfahren, losfahren! Nee, Jeff ist nicht. Sekunden Zeitstrafe für Abkürzen der Kurve. Du kannst mich jetzt langsam mal am Arsch lecken, ey. Ihr habt eine kreative Ader, Alter. Um einmal. Du hast gerade 3 Sekunden Strafzeit erhalten. Oh, komm doch rum. Ist das ein Patze, ey. Der letzte Müll, ey. Was so ein roter Spoiler nicht alles ausmacht, ey. Oh. Fahr doch, du Blödes! Ja, gut, dass du gebremst hast. Aber ich sehe jetzt schon wieder einen gelben Spoiler. Geil.
ist das unglaublich, Alter, was die, wie die die, wie die das Schwimmbad hier kriegen, ey. Blaue Flagge, blaue Flagge. Ich komme da doch nicht mehr dran an die Jungs, mein Gott. Muss ich echt hoffen auf die Boxenstopps von denen. Ah. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 8,8 Sekunden. Oh, das ist doch... Nein, komm doch rum. Dein Frontflügel ist beschädigt. Er wird die Performance beeinflussen. Schon wieder der Spoiler? Ja, weißt du was? Ich hau gleich die Karre kaputt, Alter. Ja. Das ist einfach nicht unser Rennen. Ach, ich fahr wieder rein, ist mir egal. Ich komme da sowieso nicht mehr hinterher. Bei mir ist das Rennen gelaufen. Schnauze wieder kaputt. Ich fahre mir mehr Schnauze kaputt auf dieser Strecke als alles andere. Tja. Fertig, los jetzt. Was soll ich denn einquartiert? Platz 15 im Moment. Aber da ich ja so weit hinten gestartet bin, also als letzter, konnte ich mir aussuchen, welche Reifenmischung ich nehmen will. Und deswegen habe ich das härteste genommen, was ich gerade so hatte. Und damit kann ich ja dann halt jetzt ziemlich lange fahren. Und mal gucken, ob es was bringt. Ah. Weil jetzt sind sie nämlich alle in der Box. Ich bin da gerade erst raus. Wenn ich jetzt näher dran wäre, wäre das wahrscheinlich was anderes. Ja, Hamilton gecasht, Rang 8. Sehr schön. Aber ich muss ja auch noch rein und vor allen Dingen habe ich ja auch noch einen roten Spoiler. Oh, ist gar keiner in der Boxengasse. Sind alle draußen. Naja, sind es schnell wieder draußen gewesen. Nein, ich fahre jetzt nicht in die Box. Halt die Klappe. Wie können die... Alter, krieg dich doch mal wieder ein! Da! Da ist deine Strategie, Mann! Fick dich ins Knie, ich hab keinen Bock mehr, ey! Ey, ich hab da jetzt diese Wichse da, diese... Soll sich mal eine gescheite Strecke kaufen, ey! Guck ich zu, hab ich kein Problem mit, ey! Ich hab jetzt keinen Bock mehr gehabt, da... Nee. Eieiei, ich mache hier Stau. Oh, bremst doch. Oh, habe ich noch mal ein oder zwei gecashed? Jetzt bin ich schon Fünfter, alles klar. Wo ist denn deine Schnauze? Du hast gar keine mehr. Ja, ja, ich weiß. Das sieht aber irgendwie anders aus. Weiß ich nicht, das sieht so nackt aus. Wie gesagt, oh. Das Problem ist, ich muss ja auch noch rein und ich habe die alle hinter mir jetzt, weißt du. Ja, dann bist du gleich wieder ganz schnell auf einen anderen Platz. Ja. Deswegen, meine Strategie ist nicht aufgegangen, glaube ich. Hast du nicht eine blaue Lampe? Lass die mal überholen. Nö, warum? Die überrunden mich ja nicht. Nee, aber schnelle Autos kommen näher. Da wird so eine blaue Flagge angezeigt, da musst du Platz machen. Das ist nee, das ist nur bei Überrundung. Für Überrundung ist die blaue Flagge, ja. Ja denn. Jo, da wird schon gedreht. Er fährt auch nicht in die Box. Nö, ich fahre noch drei Runden, dann gehe ich in die Box.
mal deinen Teamkollegen zu, der ist jetzt auf Platz 10. Aber auf Platz 10, mitten im Pulk. Naja, ich halte die ja gerade alle hin, leider. Wo ist Perez? Ach, der war noch hinter mir. Der ist 16. jetzt, oh Mann. Ja, der hatte wahrscheinlich auch Probleme. Wenn ich nicht Reifen wechseln müsste und eine neue Dings bräuchte, würde ich durchfahren, aber da darf ich ja nicht. Ich muss ja einmal wechseln. Vettel, Raikön, beide Ferraris vorne. Naja, denen gönnen wir das mal, ne? Naja, gut, naja. Lassen wir mal so stehen. Lieber den als den anderen, aber trotzdem. Guck mal Hamilton zu, wie er dir am Arsch klebt. Oh, endlich mal eine andere Kameraansicht, ey. Eieiei, wenn ich da noch hinten gucke, krieg ich die Krise. ich muss mich wenigstens immer abkämpfen. Ah, ich will gucken, wie weit ich noch mit dem Dreckswagen hier. Mal gucken, was die Strategie bringt. Nein, komm rum. Oh, war das klar? Oh, hat der. Achso, aber diese Obenansicht ist geil. Definitiv. Oh, dein Teamkollege ist 1, 2, 3, 4 Plätze hinter dir. Na guck, dann hat es ja was Gutes, dass ich das mache. 5. Das ist also auf dem 6. Platz hinter dir, also wenn du 5 zurückrechnest. Aber er kommt auch nicht dran vorbei. Ja, hier ist auch echt scheiße mit der Überholerei. Scheiße, ja. Das ist echt scheiße. Ja, besonders da musst du voll abbremsen, Alter. Sonst kommst du die Kurve nicht. Jo. Nur eine Runde noch und dann gehe ich an die Box. Dann haben sie genug gelitten unter mir. Ich muss sagen, ich bin gerade nicht neidisch drauf, nicht fahren zu können. Oh, das glaube ich. Ich habe das Ding schnelles Ende gesetzt und da war gut. Ich habe keinen Bock auf diese Strecke. Oh, jawohl. Jetzt nicht überholen, Daniel, bleib hinten. Warum? Das bringt doch eh nichts, die hinterzuhalten. Auch so oder so. Wenn dein Hinterrad da gerade nicht gelitten hat. Nö. Weil der Hamilton hing ja mit seinem Vorderrad an deinem Hinterrad. Einzige, der daran gelitten hat, ist der Hamilton. So dein Teamkollege hat, glaube ich, einen Platz gut gemacht gerade. Aha, ja, guck. 2, 3, 4. Boxenstopp. Ich glaube, der ist auf dem 5. Platz. Ja. Boxenstopp, Jeff. Fahr einfach rein. Ja, jetzt sind sie natürlich alle wieder weg. Aber, darf man nicht hingucken. 14 da. 15 da. Ja, es hat Spaß gemacht. Lassen wir es dabei. 16 da. Geht da noch einer? Schau mal deinen Teamkollegen zu. 17 da, siehst du. Oh ja, mal. Alles gut gegangen. Boah, hier sitzen aber auch alle gerade, ey. In dieser S-Kurve, diese ganz scharfe. Alle. Der Perez hat sich kaputt gefahren. Och, dies ist doch ein blödes Schwein. Oder wurde kaputt gefahren, je nachdem. Gut ist, dass sie jetzt alle da vorne kebbeln, habe ich nochmal eine Chance, da hinterher zu kommen. Ja, mein Teamkollege.
Was hat? Der hat Motorprobleme oder sowas. Also Spoiler ist noch dran. Ich sehe keine Schäden. Ah. Merkwürdig. Wahrscheinlich Motorprobleme. Der klingt doch gut. Ja, komisch. Das kann gut sein. Ja, der hat doch Motorprobleme. Ja. Ach, ist das eine Sau, ey. Der ist gerade im Tunnel unterwegs. Na, ist meine Strategie leider nicht aufgegangen. Na, egal. Ach, du überholst ihn gerade. Nee. Nee. Das war dann, glaube ich, dein Teamkollege. Mal gucken, wo die gerade alle stecken. Wir sind gerade in dieser S-Kurve. Oh ja, weit weg. Aber allesamt, ey. Der ganze Pulk. Da komme ich auch nicht mehr ran. Dein Kollege ist auch da. Boxengasse. Der Boxengasse ist nichts los gerade. Sind alle drin. Muss ja auch keiner mehr stoppen eigentlich. Doch, mein Teamkollege kommt jetzt rein. Guck, dass ich gar nicht reingeschaltet habe. Sieht aus, kriegt er neue Schnauze, neue Reifen. Ja. Also doch was an der Schnauze gehabt. Ja, manchmal sieht man das nicht so. Schauen wir dir jetzt mal zu. Na, 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 na. Mal guck, na, schon gibt's die schnellste Rennrunde. Bringt mir nur leider überhaupt nichts. Aber wie viel musst du jetzt noch fahren? Ja, 4. Dann ist das Rennen zu Ende? Ja. Sehr schön. Geil, wir gucken, dass ich in Kanada wieder was weghole. Oh, ich bin gleich wieder dran. Sehr schön. Ah, da ist er. Du hast den Stroll vor dir. Na, oh, ich weiß. Mal gucken. Der Van Dorn ist gerade über die Ziellinie gezuppelt. Ja, und jetzt fahren sie hinten den Berg wieder hoch. Ja, da ranzukommen ist echt schwierig. So gut wie unmöglich. Ja, dann bist du noch weit weg. Wo ist denn der? Na, Stroll, machst du freiwillig Platz? Wow! Sehr schön. Gut überholt, alter Verwalter. War, ich sag jetzt mal 5 cm, dann hättet ihr euch berührt, ey. Oh ja, war gut abge. Ab, ja. Passt. Das ist die einzige Dings, wo man auch wirklich überholen kann. Bei dem Rest wird schwierig. Gut, und im Tunnel kannst du auch gut überholen, aber das war's dann auch. Das ist eine Scheißstrecke. Oh ja. Oh. Siehst du quer, siehst du mehr? Ja, ein bisschen. Ich kann gar nicht mehr umswitchen. Hä? Okay. Ach, jetzt. Oh.
Machen wir Raikon zugucken hier. Ja, da fährt das ja gut. Ein Vorsprung vom Raikön hoch, ey. Hm. Das ist ja Bottas, die haben alle irgendwie den gleichen Abstand, so nach dem Motto, ey. Ja, ja. Krass. Oh, ich bin gar nicht mehr so weit weg von denen, sehe ich gerade, von den ersten wieder. Also von den letzten hinten. Oh nein! Okay, alles klar. Nee, jetzt komme ich nicht mehr an die Box. Frontflügel schon wieder komplett weg. Yay! Das, was ich vorhin gemacht habe, machst du jetzt. Ach, ist mir auch mittlerweile egal. In den Punkte wäre ich wahrscheinlich sowieso nicht mehr gekommen, von daher. Grausam. Jo, jo, vorbei. Scheiß der Hund drauf. Ach, Mann. What? Bist du irgendwo gegengefahren? Ja, kurz vor Tunneleinfahrt wollte einfach nicht mehr rum und ist dann mit dem Reifen an der Leitplanke hängen geblieben. Ja, ja, gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, obwohl, ja, eigentlich müssen wir ja noch, komm, lassen wir zu Ende laufen. Ah ja. Sprich mal Siegerehrung, schön für Ferrari. Hätte eh keine Punkte mehr eingefahren, von daher, yo. Oh, der Vettel gewinnt mal, guck mal an. Ach, du hast so aufge... Ich hatte 2x8 Sekunden. Hier, fickt euch, ey. Scheiß Monaco, Kackstrecke da. Oh, mein Teamkollege ist auf Platz 6 vorgefahren. GZ, good job, Alter. Perez auf 12. Hat er doch noch auf 12 geschafft, guck an. Jo. Na denn. Ja, mein Lieben. Scheißrennen, Scheißstrecke, das war's. Bis zum nächsten Mal, tschö. Ja, wir sehen uns in Kanada. Nur Kanada. Ciao mit V.